Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Freitag, der erste offizielle NXL-Tag. Gefühlt habe ich vor 20 Minuten noch geschlafen. Aber ich wette, es waren 23 Minuten. Mir geht es richtig gut. Ich habe mich wieder schick gemacht. Die Nations spielen heute Abend noch. Und ich nehme euch heute mal mit auf den zweiten Tag. Chris macht einen Vlog auf dem Paintball-Channel. Mal gucken, wie es laufen wird. Ich habe jetzt hier so ein paar Jungs getroffen, die finden, ich sehe schick scheiße aus. Dezent. Dezent? Hier wird reingeguckt. Soll ich da anfangen? So? Guten Morgen! Guck mal, was ich uns nehme. Hallo? Nette kleine Shirts und haben wir Socken. Ich mag den und den. So, hier sind wir jetzt auf dem Profeld. Wollte ich mal ein bisschen mitnehmen. Die ganzen werden schon heiß geschossen. Gehen wir ein bisschen zur Seite. Was ich hier ganz gut finde, ich drehe mal die Kamera. Was ich hier ganz gut finde, wir haben auf dem Profeld, auf der Snake-Seite, schön viel Platz für die Media und für die Kameraleute und für die Refs. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen anders aus. Gehen wir mitten durchs Feld. Wurde übrigens wieder alles schön sauber gemacht hier. Der Blick auf die Breakouts. Und ihr seht es vielleicht schon, Netz und Linie ist sehr nah beieinander. Ich stehe jetzt halt mitten auf der Linie. Das ist nicht viel Platz. Hier wird es halt immer eng, wenn man hier als Media steht, muss man sich echt komisch an den Marshalls vorbeikämpfen. Ansonsten das Scoreboard steht, erstes Spiel Joy Division gegen Kiew, da bin ich dabei und dann muss ich ganz schnell rüberrennen. Nein, jetzt noch gar nicht, weil nach dem zweiten Spiel und drüben ein Team aus den USA covern. Ich bin mal gespannt, wie wir es hinkriegen. Ansonsten, ich melde mich auf jeden Fall später wieder. Wir sind jetzt erstmal am Arbeiten hier. Wird ein langer Tag. Nations Cup geht wieder bis 9 Uhr. Die Deutschen haben es ja echt noch weiter geschafft, haben starkes Spiel gegen die Ukraine gemacht, eine 4-0-Klatsche verteilt. Das, was sie eigentlich die ganze Zeit schon machen wollten. Haben es dabei jetzt noch auf den zweiten Platz in ihrer Division geschafft. Da sie eine überragende Leistung an den Start gebracht haben, muss man sagen. Wir sehen auf jeden Fall später davon noch mehr und erstmal jetzt einen schönen Tag noch. Ciao! Gerade bin ich in der Box mit Kiew United. Ein Team, das jetzt ja dieses Jahr neu in der Pro-Division ist. Die haben es letztes Jahr geschafft aufzusteigen oder sich reinzukaufen. Haben zwei Amis dabei als Verstärkung, haben Slava dabei als Verstärkung, haben echt einen Coach. Und die begleite ich heute ein bisschen. Das Video werdet ihr auf jeden Fall auf dem Kanal auch finden. Ist, glaube ich, ganz spannend. So, wir haben, wie spät ist es gerade? 12:25 Uhr. Wir haben Mittag. Hossa und ich machen jetzt auch Mittag. Wir sind hinten bei ME drin. Der wird sich gerade umgezogen, nicht hingucken. Sonst ist das hier wieder ab 18. Das ist ja total nervig. Das Wetter ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen kühler als gestern. Es hat gerade geregnet. Nicht viel. Es gab so einen kühlen Schauer einmal kurz. Die Bänke waren danach alle nass, aber das war es auch. Ansonsten, der Tag ist halt noch ein bisschen länger. Nations Cup startet um 17 Uhr. Die Deutschen spielen ja gegen die USA. Das wird bestimmt noch interessant. Ansonsten gibt es noch viele deutsche Teams, die heute spielen. Mal gucken, was passiert so, ne? Später. Ich bin jetzt gerade mit in der Pit bei BioHaze. Erste Begegnung des Tages. Und gerade steht es 3-4 für BioHaze. Das heißt, die haben jetzt nochmal von einem 3-0 auf ein 3-4. Richtig spannend. Noch 57 Sekunden Spielzeit. Keine Strafe, das hier, deine Hose auf. Mika sitzt und René sitzt. Gut. Sag mal hallo. Moin. Moin. Und willst nicht reden, ne? Moin, moin. Kann ich reden. Kann ich schreiben, kann ich lesen. Ja. Ja, mal gucken, wir gleich. Versuch von außen, schnell die Snake, von außen alles gar nicht reinkrossen. Mal gucken, wo ich euch gleich wiedersehe. Ich sitze gerade von Marci, mit Marci von BioHaze. Grüß dich. Und der hat mir gerade mal ein paar Tipps gegeben, wie ich meinen Blog besser machen kann. Aber auch nur, ich bin ja noch Anfänger.
Du hast schon einige Vlogs gesehen. Gib mir mal drei kleine Tipps, was ich besser machen kann. Okay, also ich würde nicht in die Kamera gucken ständig, weil das für die Leute sich nachher vom Fernseher noch beobachtet. Ist das so? Ist das so? Okay. Fühlt ihr euch beobachtet von Chris? Manchmal fehlen ihm die Worte noch ein bisschen, aber hey, er ist neu in diesem Vlog-Ding, wenn er das durchziehen will. Okay. Und als drittes, so ein Event geht nur 4 Tage. Mhm. Und 4 Videos für 4 Tage Event, das, was du hier arbeitest, das kriegst du, glaube ich, da machst du 4-Stunden-Videos geführt, so viel, wie du hier rumrennst. Ja. Also mach 2 Videos. Also am Tag. Gesagt 8. Aber also 8 Videos für ein Event. Die kannst du natürlich nicht alle an einem Tag rauskloppen, aber. Okay, also wenn ihr auch findet, dass das richtig ist, schreibt es mal unten in die Kommentare, das macht man ja so immer. Lasst mich schüttet euer Herz bei mir aus. Ich werde das versuchen umzusetzen. Und danke dir für die Tipps. Und vergesst nicht die Glocke oben rechts, ne? Ne, die Glocke ist unten. Ah, unten. Oben ist das I. Unten ist. Okay, dann oben das I, wenn ihr mehr Infos haben wollt, und unten die Glocke. Genau. Dass ihr auch immer wisst, was er so macht in seinem Daily Vlog, wenn er sich schon die Mühe für euch macht. Genau. Für euch. Für euch. Für wen denn sonst? Für dich und für dich. Für dich beobachtet. Wenn du da auch bist. Ja, dich auch. Ich weiß, du hast nur zufällig drauf geklickt, aber der da auf jeden Fall. Bis später. Hau da rein. So, wir sind jetzt mitten im Achtelfinale, Deutschland gegen USA. Setzen die Tonnen cross? Ja, am Anfang ja. Okay. Wer schießt bei denen auf die Snake? Der Ghetto. Nee, Quatsch. Wer hat auf die Snake geschossen? Wenn, dann kann es nur der Backcenter gewesen sein. Backcenter. Hey, die Tonne bei denen schießt die Backseite. Und Snake? Ich hab's nicht gesehen, sorry. Hätte ich gesagt, das geht mit Snake beim Break. Der Dings ist auf jeden Fall, der Snoop ist gerade reingegangen, hat drüber geschossen. Das ist nicht nötig, oder? Nee, brauchen wir nicht. Snake, hast du nicht so gemacht. Wenn wir alle kalt sitzen auf der T-Back-Seite, passiert uns nichts. Get ready! Unsere Seite, Jungs! Auf, Jungs, weiter! Komm, komm, komm! So, jetzt müssen wir auf das Feld. Aktuell steht es 1-1, Mann, ist das eine geile Stimmung hier, ey. Publikum ist da, das ist so schön. Ich finde das so geil beim Paintball. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Kommt nach Amsterdam, da gibt es noch ganz viel davon. So, Freunde der bewegten Gelatine. Im Hintergrund sieht sich der Hossa jetzt nicht aus. Der muss noch kurz warten. Nein, ich das war erstaunlicherweise erst der Freitag von der NXL. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Es hat aber Spaß gemacht. Ich stand gerade mit der deutschen Nazio in der Pit und auf dem Feld, wie sie gegen die USA gespielt haben. Ich schätze mal, die Ergebnisse werdet ihr schon gesehen haben. Es war auf jeden Fall geil. War ein Hammerspiel. Wir haben richtig... Ich bin richtig stolz auf unsere deutsche Mannschaft. Die haben richtig gekämpft. Ja. Das hat man richtig gesehen. Publikum war geil. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle. Anheizen habe ich gern gemacht. Meine Stimme hat ein bisschen drunter gelitten. Egal, war cool. Und jetzt überlasse ich dem Tobi das Schlusswort. Ich gehe aus dem Bild. Das Schlusswort des Tages ist: Ladet mehr Leute zum Paintball ein. Macht Paintball wieder ein bisschen größer. Paintball ist so geil. Paintball verdient viel mehr Aufmerksamkeit. Fahrt mal nach Amsterdam, besucht mal die NXL. Ein Besuch allein ist schon geil. Ich soll nicht so viel Ass machen. Hossa meinte letztens, sie sollen L-Counter einfügen. Da bin ich aber ein bisschen zu faul für. Vielleicht könnt ihr ja mal im Nachhinein zählen, wie viele Ass ich in diesem Video hatte. Und schreibt das einfach mal drunter. Das wird mir sehr viel erleichtern und mal deutlich machen, wie scheiße ich eigentlich Ass sage. Wäre geil. Also, in der Stelle... Ich meine jetzt nicht Ästi im Wort, ne, ich schweife mich ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis bald, ciao, tschüss, euer Chris hier aus Puget, nee, aus Prag. Prag ist immer. Ciao. Euch hat dieses Video gefallen? Na dann schaut doch mal bei uns auf dem Kanal nach weiteren Videos. Es gibt noch jede Menge mehr von geilem Paintball-Stuff. Und am besten abonniert ihr uns auch gleich, dann verpasst ihr keines der Videos mehr. Ach ja, und auf Patreon könnt ihr uns jetzt auch unterstützen, das würde uns echt helfen. Dankeschön.